Sonny Osmo. Guten Morgen, meine Freunde. Seht ihr, es wird Tag. Kurze Nacht, aber naja, ist halt so. 9 Stunden Pause, 9 Stunden und 11 Minuten. Jetzt geht's auf nach Wallersdorf. Schön eng geparkt hier vorne. Oh, hier hat einer gewendet, wie es aussieht an den Spuren. Alles wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Räder rollen, das war klar. Ja, meine Guten, so ist das. Jetzt geht's auf nach Wallersdorf. Die Tanks, die sind noch voll, das finde ich toll. Ja, habe ich ja heute erst gestern erst in Hermsdorf alles voll gepflumpft. Tankstelle hat auch schon auf, ne? Schau an. Oder haben die wieder durchgehend auf? Könnte sein. Die haben ja mal eine Zeit lang von 20 bis 5 Uhr, glaube ich, zugehabt. Jedenfalls haben sie mal eine Zeit lang keinen Nachtbetrieb gemacht. Kann aber auch sein, dass die eher aufmachen, dass die schon um 4 Uhr aufmachen oder so. Weil ja dann die ersten Arbeiter kommen, Kaffee trinken. Ein Reisebus aus Kulmbach. Ach nee, das war die Verkehrsakademie. Na, schau an. Die Verkehrsakademie war das. Die haben gewartet, bis ich vorbei bin, weil sie Angst hatten, dass sie die Autos streifen. Die da parken. Die parken aber auch manchmal ganz dicht an der Straße, ne? Die Parkstreifen sind halt nicht für breite Autos gemacht. Die sind ja bloß ein bisschen was über 2 Meter. Und wenn ein Auto mit 2,10 Meter parkt, dann hat sich's. Dann steht er ja schon mit dem Spiegel auf der Straße. Ne? So, Freunde, Verkehrsakademie, muss ich mich auch
sichern, dass ich mich dieses oder nächstes Jahr wieder anmelde. Für Module machen. So, Freunde. Nächste Abfahrt fahren wir runter. Fahren wir außenrum ein Stück. Zwischen Neutrabling und Rosenhof ist ein Unfall passiert. Da fahren wir jetzt Neutrabling runter und Rosenhof wieder drauf. Kommt gleich die Abfahrt. Ist natürlich wieder bezeichnend, dass sie hier wieder mit zweireihig LKWs fahren müssen, ne? Es ist das Übliche. So, noch knapp, noch einen guten Kilometer, dann sind wir an der Abfahrt und dann fahren wir runter. Der Unfall ist wahrscheinlich kurz vor der Abfahrt Rosenhof passiert. Jedenfalls sieht es hier ziemlich rot aus bis Rosenhof. Ja, Unterheising. Ja. Neutraubling, 1000 Meter. Da fährt ein Autobahnmeisterei-Auto. Das sieht mir fast nach Vollsperrung aus. Der Ampel staut sich jetzt ein bisschen, aber damit kann man leben. Hier trennen sich gleich die Fahrbahnen. Da können wir gleich links rüber. Ach, der will auch dahin, wo wir hinwollen. Siehst du? Da steht ganz schön alles. Thank you.
Ja, da fahren viele so wie wir. Wir sind nicht die Einzigen, die die Idee hatten. Aber immer noch besser als hier 13 Kilometer Stau oder wie viel sie gesagt haben. Nee, ja, da werden wir aber gleich noch mal einen Autobahnblick werfen. Einen Autobahnblick. Und uns daran ergötzen, dass alle im Stau stehen und wir jetzt hier auch. Nee, aber das ist bloß die Ampel hier. Hier vorne kommt noch eine Ampel. Und dann geht es schon wieder weiter. An der nächsten Ampel ist schon der Stau weg hier. Es ist nur ganz kurz. Ja, ist ja logisch, wenn sie alle hier runterfahren. Oder viele, alle nicht, aber viele. Und die wollen ja alle in die Richtung, in die wir wollen, ne? Ja, die stehen jetzt alle. Aber wir stehen jetzt hier auch. So, meine Guten, hier vorne geht es doch schon wieder drauf auf der Autobahn. Da unten stehen sie noch. Ich sehe es. Na, da im Stau war ein Auto mit einem Pfeil von der Autobahnmeisterei. Und ich denke mir mal, das läuft alles auf eine Vollsperrung raus, dass die da jetzt eh alles darunter leiten, wo wir jetzt runter sind. Dass der dahin wollte. Ja, schauen wir mal, wie lange es dauert. Lassen wir uns überraschen. Ich werde euch berichten, wenn wir hier wieder losfahren.
Frau Hansi muss nachher im Zwerg 22 laden. In der 86.3, wo wir jetzt letzte Mal ein paar Mal geladen haben. Werde ich nachher mal anrufen, ob er schon fertig ist, wenn ich hier stehe. Mal schauen, was er spricht. So, mal gucken, wie es auf dem Parkplatz aussieht. Mein Lieblingsplatz ist frei. Ei, ei. Bisschen weiter rüberfahren. Das muss dann schön rauskommen. So, meine Freunde, wir haben fertig. Jetzt geht's nach Dingolfingen. Nach Dingolfingen ins Werk 24 laden. Für Leipzig. So, mal sehen, wie lange es jetzt dort dauert. Ja, es hat wieder eine Weile gedauert, ne? Es dauert hier immer ewig. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ob die keinen Platz haben oder zu wenig Personal oder ich habe keine Ahnung. Stehst du mal draußen auf dem Parkplatz eine ganze Weile, dann stehst du drinnen in der Halle. Jeder Staplerfahrer kommt noch eine ganze Weile. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran, ne? Wollen wir doch mal schauen, wie sich das jetzt hier gestaltet.
Wenn sie uns noch machen, machen sie uns noch. Und wenn sie uns nicht mehr machen, lassen sie uns halt stehen. Ist auch nicht zu Ende. Ist dann halt so. Ja, meine Freunde, da können wir auch nichts dran drehen. Wenn das so ist, dann ist das so. Ganz schön warm, mein lieber Mann, 27 Grad im Fahrtwind. Ich hätte nicht gedacht, das war der weiße BMW. Ich hätte gedacht, der pfeift durch. Hätte ich ihn zugetraut. Deswegen stand ich schon ein bisschen auf der Bremse. Aber er hat gehalten. So, Freunde, bis später. So, Freunde. Ja, jetzt auch wieder mal ziemlich lang gedauert. Ah, heute ist der Wurm drin. Heute ist echt der Wurm drin. So, jetzt fahren wir noch bis Windischeschenbach. Da haben wir natürlich wieder über 13 Stunden Schichtzeit, aber das ist nicht zu ändern. So, meine Guten, dann lasst uns mal wieder zur Autobahn fahren. Können wir dann morgen um 3 Uhr wieder starten? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, ja. 3 Uhr können wir starten.
Wir nähern uns dem Feierabend. Windisch-Eschenbach ist Feierabend. Ich könnte zwar jetzt noch eine Stunde fahren, aber da komme ich nirgendwo gescheit zum Parkplatz. Und bis nach Elsted schaffe ich es nicht in einer Stunde, da brauche ich eine Stunde 15 oder eine Stunde 20. Also würde ich jetzt hier komplett überziehen, das muss auch nicht sein. Also fahren wir Windisch-Eschenbach raus und machen Feierabend. So, dann überlege ich mir erst einmal, was ich esse. Ich habe ausreichend dabei, habe die Auswahl. Und dann überlege ich mir, ob ich noch einen kleinen Verdauungsspaziergang mache. Aber das hängt dann davon ab, wie es mit der Zeit ist. Jetzt erst einmal schön Päuschen machen, schön was essen. Und dann sehen wir weiter. Es ist ja jetzt gerade mal kurz vor 6. Da hätte ich ja noch ein bisschen Sonne und ein bisschen Zeit, noch eine kleine Runde zu drehen. Aber ich weiß noch nicht genau, wo und wie. Aber das könnte ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall und rückwärts drehen. Bei ZBE, das ist das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen. Guck mal, wir sind mutterseelenst allein, das ist doch in Ordnung. Auf jeden Fall werde ich heute mal gucken, ob da unten irgendwo eine Wendeschleife ist. Jetzt auf gut Glück fahre ich jetzt nicht darunter. Obwohl wir könnten auch hier gleich. Guckt hier im Rasen. Das geht doch auch. Schön sachte machen. So geht das doch auch. So. Und jetzt lassen wir noch ein schönes Stückchen rückwärts rollen. Bis wir unten am Ende stehen. So, meine Freunde. Dann möchte ich euch berichten, ich habe Feierabend. Als erstes möchte ich erstmal den Kollegen von der Spedition Reiter grüßen, der mir entgegenkam bei Weiden und Lichtwube gegeben hat und gewunken hat. Hab dich zum Glück noch gesehen und zurückgewunken, falls du das bemerkt hast. Ja, du bist bestimmt der, den ich mal in Leipzig getroffen habe, denke ich mir. Also viele liebe Grüße von mir an dieser Stelle und ich freue mich, dass dir die Videos so gefallen. Ich freue mich eigentlich, dass euch allen die Videos so gefallen. Und ihr könnt ruhig mal ein bisschen die Werbetrommel machen.
Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Na? Also meine Freunde, wir stehen jetzt hier in Windischeschenbach. Morgen früh um 3 Uhr geht's los. Da sind wir kurz nach 6 in Leipzig. Das passt, um 6 haben wir eigentlich Termin, aber naja, 10 nach 6 ist auch noch okay. Also Freunde, soweit so gut. Dummes Gequatsch können wir uns schenken. Ja, so ist er, der Klaus. Na? Hier haben sie gerade Müll abgekippt. Aber das waren die Fleischersleute selber. Also jetzt gibt's Armbrot. Ich bin mir noch nicht schlüssig was, aber ich werde schon noch mich entscheiden. Ich mache Abzählreihen. Ene, mene, mu und raus bist du. So. Jetzt denkt ihr das dusselige Gequatsch von dem. Leute, Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen früh um 3. Tschüss.